Herzogenrath, here we go. Ja, super schön. Wir sind fast komplett. Es ist schön, wieder in eure Gesichter zu blicken, wie damals in Düsseldorf. In manche Gesichter zu blicken, die ich heute das erste Mal in 3D so richtig sehe. Bildung Digital ist eine Initiative der ARAG-SE und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir begleiten Schulen dabei, Konzepte digitaler Bildung an ihren Schulen zu entwickeln, zu verankern. Hier in NRW mit 2 Schulnetzwerken im Themenfeld Europabildung und digitale Bildung. Die Schulen arbeiten an selbst gewählten Entwicklungsvorhaben und wir begleiten die Arbeit am Entwicklungsvorhaben mit passenden Methoden des Projekt- und Change-Managements. Die Projekte sind sehr unterschiedlich. Unser Projekt lautet ja Einbringen oder Ausbauen des Europacurriculums in unserer Schule. Das war das, was wir in dieses Netzwerk mit eingebracht haben. Für uns ist es ganz wichtig, europäische Lerninhalte in allen Bildungsgängen umzusetzen. Wir haben 48 Bildungsgänge bei uns an der Schule. Und es ist sehr schwierig, diese Unterrichtsinhalte zu dokumentieren und für alle Kollegen verfügbar zu machen. Und deshalb nehmen wir an diesem Projekt teil, damit wir das besser gestalten können. Bei uns, ja, wir sind eine Schule, in der wir in den Fächern Französisch und Niederländisch ja einen regen Austausch ja mit Partnerschulen haben. Corona ist gekommen und dann konnten wir den Austausch nicht mehr machen. Deshalb haben wir uns gedacht, okay, können wir jetzt ja den Austausch digitalisieren. Bei unserem Projekt gab es die Überlegung, dass gerade in der Mittelstufe in den Fremdsprachen oft die Lerngruppen sehr heterogen sind und es sehr große Unterschiede gibt, Leistungsunterschiede zwischen den Schülern. Und ganz oft fördert man die schwachen Schüler, aber für die guten Schüler gibt es eigentlich gar nichts. Und deshalb ist unser Projektvorhaben und das Ziel, die guten Schüler zu fördern. Und da haben wir dann ein digitales Projekt gestartet mit unseren Partnerschulen in Polen und in Palermo, Italien. Wir haben gemerkt durch Corona, dass wir dringend Werkzeuge bräuchten, um mit unseren Partnerschulen im Ausland in Kontakt zu bleiben. Und das war eine sehr gute Möglichkeit, uns in dem Projekt reinzubringen mit der Idee, dass wir Werkzeuge erwerben und entwickeln, um genau diese Kontakte anfangen und weiterbringen können. Ich habe festgestellt, organisatorisch ist es schwierig mit der Schule, habe aber dann über die eTwinning-Plattform einen anderen Partner gefunden. Ja, die Ursprungsidee unseres Projektes war, ein eTwinning-Projekt durchzuführen mit einer ausländischen Schule. Das ist dann schwierig geworden und wir haben eine neue Schule gefunden, eine spanische Schule, und mit der haben wir tatsächlich ein virtuelles eTwinning-Projekt durchgeführt und auch einen praktischen Schüleraustausch durchgeführt. Hier haben die Schulteams Gelegenheit, einmal einen Rückblick zu machen, was sie bisher im Projekt geschafft haben. Außerdem haben wir noch einen externen Impuls zu Gast. Adriane Langler-Bickenbach ist heute hier. Sie ist selbst Lehrerin und hat bereits 2010 digitale Tools in ihrem Unterricht eingesetzt. Also neben unserer Arbeit an den ganz individuellen Projekten fand ich auch ganz wertvoll einfach den Austausch mit den vielen anderen europabegeisterten Kolleginnen und Kollegen. Also wirklich dieses klassische Netzwerken, sich unterhalten, Gemeinsamkeiten finden. Unser Tandempartner, der ist für uns unwahrscheinlich wichtig jetzt in der Zusammenarbeit geworden. Wir tauschen uns sehr rege aus. Die Probleme, die auftauchen, sind oftmals auch ähnliche und dieselben. Und ich glaube, das schweißt so die Gruppe auch zusammen hier. Hier sitzen vor allem sehr motivierte Menschen, die sehr viele Ideen haben und sehr viele Dinge auch an der Schule schon umgesetzt haben. Und davon profitiert man einfach, weil man immer wieder auf tolle Ideen stößt, die man dann teilweise selber für die eigene Schule übernehmen kann. Was nur so eine Herausforderung war, war alleine so im Schulbetrieb sich zu treffen. Also diese zeitliche Komponente ist immer ein Aspekt, der ja Schwierigkeiten bereitet. Was bei uns einfach noch so ein Wunsch wäre, ganz konkret, wären zum Beispiel
banal stabiles Internet. Also wir haben einfach WLAN-Probleme, weswegen uns da schon Möglichkeiten manchmal genommen werden, zuverlässig mit digitalen Medien im Unterricht zu agieren. Das würde heißen, dass hier die Stadt mehr in den Schulen und Schulgebäuden investieren muss. Eindeutig, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Wir sind heute und morgen am Berufskolleg Vera Beckers in Krefeld zu unserem 5. Netzwerktreffen bei Bildung Digital. Diese beiden Tage stehen vor allem unter dem Motto der Standortbestimmung, dass alle einmal schauen, wo sind wir bis hierhin gelangt und wo wollen wir noch hinkommen im Rahmen dieser Netzwerkphase. Wir haben verschiedene Inputs und Arbeitsphasen zum Thema Kommunikation. Wie können die Teams ihre Vorhaben auch innerhalb der Schule gut kommunizieren, um zum Beispiel Verbündete zu finden oder einfach auch das Thema nach außen zu tragen? Wir haben ja in unserem Tandempartner auch eine Schule oder auch Kolleginnen und Kollegen gefunden, die ein ähnliches Problem hatten. Also unser Hauptanliegen ist ja die Akquise neuer Juniorbotschafterinnen und Botschafter gewesen. Und das haben die eben auch gehabt, das gleiche Anliegen. Und dann ist man einfach auch ins Gespräch gekommen und das hat super geklappt. Wir haben uns in die Idee, die es schon gab, mit eingeklinkt und haben dann gemeinsam in der Idee weitergearbeitet. Und wir haben auch schon weitere Treffen jetzt auch festgemacht, sodass wir auch über das Netzwerk hier hinaus weiter an unserer Idee arbeiten. Und darüber hinaus muss man ja auch sagen, es gab ja schon sehr viel Input. Ne, diese digitalen kleinen Sequenzen, die man übernehmen konnte oder nicht, bringen einen ja nach vorne. Es geht ja darum, digitale Tools kennenzulernen, nutzen zu lernen. Und ja, dass man davon selber profitiert, aber eben auch die Schüler. Unser Projekt ist Digitalisierung des EPAS-Schulsiegels. Wir sind Botschafterschule des EU-Parlaments und haben während der Corona-Zeit angefangen, das Projekt weiter zu digitalisieren. Das heißt, wir haben die Schaukästen, die wir angelegt haben für die Zertifizierung, digitalisiert, indem wir Webpräsenzen erschlossen haben, auf Instagram, auf Facebook, WordPress und so weiter. Und die Schüler hatten von sich aus die Idee, noch Podcasts zu drehen. Mittlerweile sind wir bei Folge 12 aktuell und versuchen das letzten Endes von dort weiterzuführen. Gerade auf menschlicher Ebene ist mehr bei rumgekommen, weil wir eine wirklich sehr sympathische Runde gebildet haben. Wir hätten uns noch viel öfter außerhalb der Netzwerktreffen vernetzen sollen. Das haben wir uns jetzt auch als Meilenstein noch für nach dem Netzwerk gesetzt. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen weiter treiben, ein bisschen weiter im Kollegium streuen. Für mich war es der größte Mehrwert, dass eben andere Expertinnen und Experten auf unser Projekt schauen, auf unsere Idee schauen und ich einfach ein sehr gewinnbringendes Feedback bekomme. Also das ist für mich der Mehrwert, dass ich nicht in meinen eigenen Gedanken oder den Gedanken unseres Schulteams und unserer Schulgemeinschaft bleibe, sondern dass ich eben einfach sehe, wie andere es eben leben, Europaschule zu sein und wie andere dann eben auf unsere Gedanken blicken. Und das hat einen unglaublichen Mehrwert. Ja, unser Projektvorhaben war, dass wir einen Europatag an unserer Schule durchführen, was wir jetzt einmal auch gemacht haben im letzten Jahr. Das wollen wir jetzt, nachdem wir es evaluiert haben, Ende Januar nochmal durchführen. Nachdem wir jetzt hier im Netzwerk gearbeitet haben, haben wir uns überlegt, das wäre doch super, wir hätten so ein Konzept, was einfach so interessant ist und auch nicht so mit Mehrarbeit verbunden ist, dass wir es jedes Jahr wieder machen können. Und das Schöne war eigentlich, wir haben jetzt dieses Jahr einfach gesagt, wir machen nur mal 2 Stunden. Dann als die Kollegen gesagt haben, also eure Idee war doch nicht so schlecht, aber das war zu kurz. Da haben wir so gedacht, bingo, das war richtig gut. Mhm. Genau. Und jetzt dürfen wir halt 6 Stunden machen und jeder sagt, ja, ist normal, dass die 6 Stunden machen, weil 2 Stunden waren ja zu kurz. Ja, wir sind eigentlich noch eine relativ neue Europaschule gewesen. Das war jetzt so das erste Netzwerk. Wir kennen Netzwerkarbeit, aber noch nicht in Bezug auf Europa. Und unser Ziel war es auch wirklich, die Europakompetenz zu stärken. Ja, und wir sind eben eine Schule auf dem Land und im Nachteil jetzt vielleicht zu städtischen Schulen, wo man zu einer Vertretung irgendwie einer europäischen Organisation oder sowas mal gehen kann, ist das einfach ein Angebot, was wir nicht haben. Das wären immer gleich relativ lange Busfahrten etc. Und da kann natürlich mit dem iPad ganz anders gearbeitet werden und einfach auch ja, Europa quasi zur Schule vielleicht kommen. Das ist so ein bisschen das
Ziel. Das Digitale bietet ja sowohl für uns Lehrerinnen und Lehrer als auch für die Schülerinnen und Schüler Mehrwert. Also bei Schülerinnen und Schülern wird die Motivation gesteigert und für Lehrerinnen und Lehrern bietet das ja eine Entlastung, weil man immer wieder auf digitale Produkte und Tools zurückgreifen kann. Und deswegen war das eigentlich so die Motivation schon genug zu sagen, wir investieren jetzt einmal Zeit und können davon eben auch zukünftig profitieren. Bei uns an der Schule ist es so, dass wir Digitalisierung als großes Thema uns vorgenommen haben und wir denken das nicht nur eben technisch, sondern auch räumlich, dass also die Klassenverbände in der Form, in der räumlichen Form, wie man das kennt, in den Klassenräumen aufgebrochen werden, dass man versucht, andere Lerninseln zu schaffen, andere Möglichkeiten zu schaffen, dass man Bring-Your-Own-Device-Ansätze einbaut. Hier im Netzwerk Bildung Digital ist für mich das Highlight, dass man zu Schulen Kontakten entwickeln konnte, die man vorher natürlich nicht kannte, die aus einer ganz anderen Sparte kommen, mit Berufskollegs, mit Gymnasien und da wunderbare Kontakte hat, die auch weiterhin tragen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass man das irgendwie weitermachen könnte. Und gerade das Zwischenmenschliche ist eine ganz tolle Erfahrung daran. Jede Arbeit mit und um Europa lohnt sich, weil der Mehrwert ist unglaublich. Es geht nicht um reine Inhalte, sondern es geht um mehr, sich selber da auch wahrzunehmen, sich selber zu verorten und zu merken, man ist da nicht ganz alleine, sondern es gibt noch ganz, ganz viel, was einen ja, weiterbringt.